Hallo und willkommen zurück zu Transportfieber. So, Pause, Rausgeschwindigkeit. Machen wir mal so halbwegs schnell. Wir transportieren hier viele Leute mit dem Flugzeug zwischen Hamburg und Köln. Das läuft wunderbar. Und hier vorne werden auch richtig viele Waren inzwischen bereitgestellt für den Transport nach Schwerin. Und wir haben jetzt ein neues Fahrzeug, BR V100. Eine Bahnverbindung, die stand jetzt irgendwie gar nicht zur Debatte. Wir können es auch gar nicht bauen. Das ist aber interessant. Ich denke, dass sich zwischen Hamburg und Schwerin vielleicht eine Bahnverbindung anbieten könnte. Dass das vielleicht innerhalb der Story noch kommen könnte. Und habe ich gerade richtig gesehen, dass die LKWs hier auf der Busspur fahren? Das wäre. Auf der einen Seite wäre es nicht richtig, auf der anderen Seite wäre es natürlich toll, weil sie dann. Nein, machen sie nicht. Die fahren hier auf der normalen Straße. Aber da fährt er auf der Busspur. Das ist. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich dachte, Busspur heißt, das wird für Busse genutzt. Oder von Bussen genutzt, nicht von LKWs. Aber allerdings kommen sie so natürlich, wie man hier gerade sieht, super an dem zäher fließenden Personenverkehr hier, Individualverkehr vorbei. Nicht schlecht. So, da ist die Straße auf jeden Fall schmaler als hier das Überland. Okay, wir haben immer noch ein niedriges Risiko. Die Flugzeuge, die kommen hier reingeflogen und wir sind auf dem Weg zum, ja, Profit. Aktuelles Risiko. Ah, guck mal hier, das ist jetzt beim Mittel. Okay, dann müssen wir mal abwarten. 99 von 100, gleich wird sich was tun. Also die nächste Lieferung, die wird dann hier das Ziel erreichen. Mittleres Risiko klingt ja erstmal noch halbwegs okay. Die Lieferung, die warten wir noch ab. Alle anderen lassen wir dann einfach mal, ja, pausieren. Den lassen wir vielleicht mal einfach stehen. Und den anderen, den lassen wir dann einfach auch hinterherfahren und stehen. Ah, hier, guck mal, der Verkehr, der ist echt schon enorm. Der hat schon deutlich zugenommen. Na, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Schweriner hier zum Flughafen wollen. Klar, warum nicht? So, da würde jetzt noch ein Flugzeug gehen. Hier würde auch noch ein Flugzeug gehen. 47. Waren liefern. Liefere die geforderten Güter in die DDR. Medaille verdient und Aufgabe abgeschlossen. Sehr gut. Jetzt müssen wir den Profit erreichen und ja, die Frage ist jetzt, hat sich das alles erledigt, wenn wir die Aufgabe, wenn wir hier den Profit erreicht haben? Tatsächlich Bus und LKW-Schätze, der erfüllten Aufgabe wird dieses Limit erhöht. Ja, wurde jetzt gerade nicht erhöht. Das haben wir ja gemacht, das haben wir gemacht. Das heißt aber, jetzt können wir da theoretisch unendlich Waren hinliefern, oder nicht? So, der wird nicht angehalten, kann aber hier nicht vorbeifahren. Lass mal den noch fahren. Das dürfte doch jetzt eigentlich kein Problem sein. Ja, das ist jetzt wieder nicht so ganz klar. Da ist die. Geldfreie Flüge, nehme 50 Millionen mit deiner Fluggesellschaft ein. Klar, würde ich ja gerne, aber wenn hier bei 2 Millionen Schluss ist, dann hat sich das hier auch wieder an 1000 Passagiere nach Köln. Wir nehmen mit einem Flug, mit dem 23 Leute fliegen. Das waren 800.000, werden wir ja gleich sehen. 800.000, da können wir das mal überschlagen. Wenn wir 800
Wenn wir 23, das sind dann ungefähr 500, 400 mal 800.000. Da kommen wir auf 32 Millionen. Warte mal. 32. Ich glaube, ja, weiß ich gerade nicht ganz genau. Ich habe jetzt gerade einen Knoten im Kopf. Habe gerade auf meine Uhr geguckt. Was die, naja, also da kommen wir bestimmt schneller. Naja, also auf jeden Fall hier über die 2 Millionen. Ich weiß nicht, ob dann das Spiel zu Ende ist. Also die Aufgabe. Weiß man nicht. Aber wir gucken mal hier nach Schwerin. Gucken uns das hier an. Und er liefert da weiterhin Waren hin. Das sieht dann hier auch gut aus. Einkaufsmöglichkeiten sehen gut aus. Alles andere schlecht. Und uns interessiert ja auch jetzt das Risiko hier überhaupt nicht mehr. Ja. Warum auch? Und ich glaube Schwerin. Das sieht aus, als würde Schwerin auch wachsen. Bevölkerung wächst tatsächlich. Und in Hamburg, da wächst du doch sicherlich auch, genau. Macht sie in Hamburg, in Köln bestimmt auch. Wir haben schließlich Wirtschaftswunder, da geht's allen gut. Ah, die Bevölkerung nimmt leicht ab. Okay. Aber ist erst gestiegen. Also, wir sind immer noch über der Bevölkerungszahl, die wir bei Spielstart hatten. Und jetzt brauchen wir tatsächlich noch eine Super Constellation. Das ist jetzt echt ein bisschen wenig. Und hier sitzen 71 Leute, die alle nach Hamburg wollen. Das kann so nicht bleiben. Was sagen die Linien hier? Die sehen alle sehr gut aus. Können wir mal die Busse hier vor Ort mal einzeln angucken. Voll besetzt. Voll besetzt. Fast voll besetzt. Voll besetzt. Voll besetzt. Okay, dann geben wir Köln noch mal ein paar Fahrzeuge extra. 1, 2, 3 und Köln Linie 1. Bisschen Entlastung da schaffen. Schauen auch mal nach Hamburg. Okay, da sieht es nicht ganz so schlimm aus. Nein, da sieht es noch deutlich besser aus. Das war ein LKW. Gibt einige Haltestellen, da ist es ein bisschen voller. Aber insgesamt haben wir jetzt auch nicht so viele Leute, die hier rumstehen. 9 und 5. Ja, da könnten wir noch einen Bus mehr reinsetzen. Denke ich mal, einer sollte da erstmal reichen. Hamburg Linie 1. Gucken wir uns das an. So, wir haben ja wieder minus 4 Millionen gemacht hier bei dem Profit. Für das neue Flugzeug. Ja. 19,2 Millionen haben wir auf dem Konto. Ist das das neue Flugzeug? Nein, das müsste das alte sein. Genau, das hier gerade gelandet ist. Sieht super aus. Und das neue müsste aber eigentlich. Hä? Moment. Ist das Neue dann schon gerade gestartet? Das ist das Neue, oder? Das ist das Neue. Dann startet die Maschine gerade Richtung Köln. Das Flugzeug landet. Ja, das ist natürlich jetzt ideal. Das sieht ja wirklich gut aus. So, hier brauchen wir dann eventuell. Ah, vielleicht bräuchten wir dann noch ein bisschen mehr Busse. Guck mal, hier, die rennen richtig, die Leute. Dass die hier noch schneller. Ja, wisst ihr was? Komm, da gehen wir noch einen Bus rein. In die Linie. Damit hier noch mehr Leute zum Flughafen kommen. Ah, komm, dann noch einen zweiten dazu. So, aber insgesamt auch da drei neue Busse gekauft. Damit sie hier schneller zum Flughafen kommen. Die haben hier. Ja, wir brauchen die Leute, damit sich die Flugzeuge lohnen. Und jetzt sieht es gerade so aus, als würden wir das zweite Flugzeug gleich nicht voll kriegen. Und das will ich ja mal gar nicht.
Ah, da kommen auch schon wieder Leute. Ja, das sieht. Wie sind denn das hier? Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, waren das vielleicht gerade 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah. Ah. 18. Ich denke, da gehen noch mehr rein. Gehen die da jetzt noch mit an Bord? Das machen sie. Das ist super. Kriegen wir den auch noch voll? Jawohl. Kriegen wir den auch noch voll. Und los geht's. So. Und dann haben wir hier, oh, guck mal hier, da steht schon die Crowd. Da ist ja richtig viel los. Meine Güte, und da hinten, guckt euch das mal an, ja, die kommen ja richtig in Scharen hier an. Achso, die kommen gerade aus dem Flugzeug, aber da sind schon ja die nächsten Leute, die mit dem Flugzeug fliegen wollen. Ja, das hat sich ja jetzt aber echt hier deutlich geändert, nachdem das erst andersrum war, nachdem erst mehr Leute in Köln gelandet sind. Gut, vielleicht sind die auf dem Rückweg. Ist natürlich auch möglich. Naja. Aktueller Profit minus 3 Millionen. Und nochmal kurz die Mission anklicken. Medaillen. Nehme 50 Millionen mit deiner Fluggesellschaft ein. Das ist jetzt nicht der Profit. Einnehmen heißt, ja, Wir nehmen sie ein, geben gleichzeitig wieder Geld aus für neue Flugzeuge und Flughäfen. Weißt du was? Wir machen jetzt Folgendes. Ah, wir kriegen dann hier keine. Ich würde jetzt hier gerne noch einen Flughafen bauen. Ach, kann ich gar nicht. Ja, dann können wir es nur so laufen lassen, wie es aktuell läuft. Ich könnte hier. Ich glaube, ich könnte hier einen Hafen bauen. Was soll ich denn einen Hafen bauen? Warum kann ich bitte einen Hafen bauen? Das erschließe ich mir jetzt überhaupt nicht. Ach. Ist das hier befahrbar? Das ist ja ein Ding. Leider liegt Stuttgart nicht am Rhein. Und Hamburg ebenso wenig. Und Köln liegt nicht an der Elbe. Und zwischen Schwerin und Hamburg einen Hafen zu errichten, das bringt ja überhaupt nichts. Ah ja. Super, 300, 3042, der Havilland Comet 4B. Das ist doch mal schick. Schauen wir uns das mal an. Also wir haben aktuell die Super Constellation. 23 Passagiere gehen an Bord, 489 Höchstgeschwindigkeit. Das ist natürlich eine ganz andere Geschwindigkeit. Boah, guck ich das mal an. Kostet allerdings ein paar Mark mehr. Das wäre aber was für eine andere Verbindung. Oh, da bin ich ja fast schon. Oh, da gibt es ja jetzt was Schickes Neues. Also das ist natürlich ein schönes Ziel, dahin zu arbeiten, dass wir die neuen Düsenjets hier einsetzen können. Das ist auch der Unterschied zwischen diesen beiden Flugzeugen. Hier haben wir. Man sieht sie hier ganz schmal, das sind so längliche Zylinder hier, das sind die Düsentriebwerke. Ah, das ist was. Damit geht natürlich hier die Propeller-Ära zu Ende, wenn wir das so machen. Aber irgendwann ist es mal soweit. Und aktuell sehen wir ja auch schon, unser Profit immer größer und wir kommen. Oh, hier haben wir Stau auf der Elbbrücke. Da wird es dringend Zeit für einen Zug, für eine S-Bahn zwischen Hamburg und Schwerin. Diesen Knopf muss ich drücken können. Ja, Schienen können wir schon bauen. Und wie es aussieht, werden wir es auch in dieser Folge schaffen, hier unser Ziel zu erfüllen, die 2 Millionen an Profit. Dann bin ich mal gespannt, was dann passiert. Ja, ich kann es gerade ehrlich gesagt nicht sagen, was dann kommt. Hier hinten die Nordsee. Ja, nicht so ganz. Das ist die Ostsee. Da ist die Nordsee.
Naja. Dollart und Jadebusen ein bisschen kleiner dargestellt. Hier Mecklenburger Seenplatte mit den drei eiszeitlichen ja, Gewässeransammlungen. Naja, gut. Mittelgebirge haben wir keine. Aber so, zurück zum Geschäft. Wie sieht es in Köln aus? Boah, 112 Passagiere. Also da haben wir jetzt wirklich so langsam kriegen wir da ein Problem. Dass die Leute nicht loskriegen hier. Nicht wegbekommen. Das ist natürlich super. Wenn ich jetzt ein neues Flugzeug kaufe, ändert das aber nichts daran, dass wir hier in Hamburg nicht so viele Leute haben, wie wir bräuchten, damit wir die Flugzeuge voll kriegen. Dann würden die Maschinen teilweise leer fliegen oder vielleicht halb leer fliegen. Jetzt sehen wir, hier haben wir gerade 23 Leute. Wir kriegen das Flugzeug also auch wieder voll. Da kommen auch wieder, na, diesmal nur drei. Und hier, das sind hier keine 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind das nur. Da ist ein Bus, der hat nur 5 an Bord. Nee. Das ist nicht so, wie ich es gern hätte. Da kommt auch schon der nächste Flieger an. Tja, also zwei Flugzeuge müssen noch landen, dann haben wir das Geld zusammen. Ich gehe mit der Geschwindigkeit mal noch eine Nummer höher. Wie sieht das hier aus mit den Lieferungen nach Schwerin? Die sind gut. Ah, Moment. Da kaufen wir mal noch was. Achso, hier unten. Da kaufen wir mal noch zwei Opel Blitz mit Waren. 1, 2. Na, toll, daneben geklickt. So, hier haben wir die beiden alle zuweisen. Nahrung Hamburg Schwerin. So. Der bringt 800.000 und der nächste, der in Köln landet, der bringt 800.000. Sind 1,6 Millionen. Dann haben wir hier über 2 Millionen und dann haben wir unser Ziel erreicht. Den Profit, den wir haben sollen. Ja, und dann weiß ich nicht. Dann müsste die Mission ja wieder zu Ende sein. Aber es gibt einen neuen Auftrag. Ah, guck mal hier, wir haben Minus gemacht. Gut. Können wir noch, eventuell noch ein weiteres Flugzeug landen lassen. Ja, die laufenden Kosten gehen natürlich hier auch von runter. Aber wir machen mehr als 800.000 mit einem Flieger. Warten wir es ab. Hier stehen auf jeden Fall massig Leute vor der Tür. Die wollen alle mit. Das ist heftig. Stehen hier alle auf dem Rollfeld. Hier in Reih und Glied. Ein bisschen gruselig. Naja, jetzt gibt es 800.000 und dann gucken wir mal, ob dann 860.000 oder was, 817.000, okay, also noch einen Flieger brauchen wir, da kommt auch schon wieder einer. Ist der voll geworden? Der ist voll geworden, dafür wird der jetzt aber nicht voll, der gerade kommt. So, das ist dann der erste, der nicht voll fliegt, nicht voll nach Köln fliegt. Das ist ärgerlich. Aber jetzt kann man mit der Geschwindigkeit wieder raufgehen. So, schauen wir nochmal nach Schwerin in die Verteilung oder in die Versorgung mit Waren. Die ist gut. Wir könnten jetzt eigentlich auch in Hamburg Waren verteilen. Die erste Linie ist ein voller Erfolg. Zeit zu expandieren. Der moderne Mensch von heute ist schließlich in der ganzen Welt zu Hause oder zumindest im ganzen Land. Der Vorstand hat uns weitere Flughäfen und Busstationen genehmigt. Wir sollten alle restlichen Städte anschließen und verbinden. Denn wer vom Aufschwung profitieren will, sollte am besten überall gleichzeitig sein. Jetset nennt man das heutzutage. Und wir machen es möglich. Okay, verbinde die aufgelisteten Städte mit Fluglinien und erhöhe die Reisebereitschaft auf je mindestens 10%. Die Reisebereitschaft gibt an,
ob Personen zum Arbeiten oder Einkaufen in eine andere Stadt reisen. Ja, mit dem Flugzeug. Das Flugzeug macht es möglich. Sehr gut. Also, dann bekommt Stuttgart einen Flughafen und Schwerin. So, Schwerin bekommt erstmal die Haltestellen, die ich hier gerne hätte. So. Also, wir halten auch hier. Das auf jeden Fall auch. Und so, also wir machen eine Linie, die hier zum Flughafen fährt. Hier runter fährt. Da kommt. Da hält. So. Und dann hier oben eben. Einmal, zweimal. Und dann hier oben. Warte mal, wir können auch so fahren, dann hier runter und dann da. Ja, machen wir so. Wir fahren hier oben los. Fahren hier rein. Hier runter. Dahin. Dahin. Und die kommen wieder weg. Und kommen dafür dahin und dahin. Neue Linie. Fährt da los. Dahin, 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 dahin. Hierüber, darüber, 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 dahin und zurück. Dann haben wir noch eine andere Linie zum Umsteigen, sodass sie auch in die Hamburger City können, die Leute aus Schwerin. Und dann nehmen wir die Schwerin Hamburg. Jawohl. So, und Schwerin bekommt ein eigenes Depot. Das kommt hier oben ans Ende der... Ja, Moment, da brauche ich noch ein Stück Straße dran. So, nicht, dass da die Entwicklung, die städtebauliche Entwicklung durch uns ein Ende hat. So. Da 1, 2, 3 neue Busse gehen da rein. Schwerin, Hamburg. Erstmal. So. Dann müssen wir natürlich Hamburg und Köln noch ein bisschen aufbohren. Aber erstmal dann hier in Stuttgart den Flughafen hinbauen. Hier oben ist auf jeden Fall noch eine... Ich gehe mal hier auf Gelände. Hier ist noch eine Menge Entwicklungsgebiet, städtebauliches Entwicklungsgebiet. Da könnte noch einiges an Wohngebiet entstehen. Wir haben hier aber auch sehr viele Bewohner. Wir könnten den Flughafen... Ich gehe nochmal auf... Ja, wir könnten den hier hinbauen oder da hinbauen. Natürlich brauchen wir einen modernen Flughafen. Bauen wir den so. Bauen wir den so. Oder bauen wir den hier hin. Für 24 Millionen. Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Okay, damit hat sich die Frage ganz schnell erledigt. So, 3 Millionen, guck an. Der mal günstiger hier hinten. 2 Millionen, 3 Millionen. Terraingleichung. Zack. Stuttgart hat einen Flughafen. Große Straße mit Busspur, aber sicher doch. Leider haben wir nur da den... Aha, jetzt sehe ich auch schon das Problem. Finde ich ganz schön tief, der Flughafen. So, da die Straße durch und dann führt die da hinten rum. Das da durch. Erstmal dahin. Ich habe gehört, man könnte in Stuttgart auch Tunnel bauen. So, okay, ja, dann haben wir das erstmal. Ich glaube, ich muss mal wieder die Pause einschalten. So, das ist ja mal interessant hier.
auch ein bisschen merkwürdig aus. Wir haben hier den Flughafen in den Berg oder an den Berg gebaut. Okay, aber schön. Ein Flughafen mit Bergpanorama, kann man sagen. Okay, ja, dann haben wir erstmal die Folge wieder rum. Wir müssen an der Stelle eine Pause machen. Ich schalte mal die Höhenlinien aus und auch das schalte ich aus. Ja, und ich gehe mal kurz auf die Bilanz, könnt ihr mal kurz reinschauen. Das sieht eigentlich ganz sauber aus. Ja gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss.